Das Schweriner Schloss glänzt in frühlingshafter Pracht. Ein guter Zeitpunkt, dachte sich die Große Koalition aus SPD und CDU, um genau hier eine Bilanz ihrer fast fünfjährigen Regierungsarbeit zu ziehen. Bis zur Landtagswahl am 4. September sind es allerdings noch 3 Monate. Naja, zum Abschluss der Legislatur, aber nicht so, dass wir schon im Wahlkampf sind. Da denke ich, 3 Monate vorher ist ein guter Zeitpunkt. Die Bilanz der Regierungsarbeit kann sich durchaus sehen lassen. Die Arbeitslosigkeit ist rückgängig, viele neue Ansiedlungen stärken die Wirtschaft, der Bevölkerungsrückgang ist vorerst gestoppt, Schulen und Hochschulen sind besser ausgestattet. Auch die Werftenkrise hat das Land dank eines neuen Investors mit viel Glück im Unglück hinter sich gelassen. Das Schicksal hat es zunächst mal schlecht mit uns gemeint. Wir haben einen sehr zuverlässigen russischen Eigner gehabt und haben darauf gesetzt, dass es Aufträge aus Russland gibt. Und dann kamen die Sanktionen dazwischen. Da hat es das Schicksal nicht gut gemeint. Aber es ist alles nochmal gut geworden, weil jetzt ein Unternehmen kommt, das Kreuzfahrtschiffe bauen will. 3,5 Milliarden Auftragsvolumen. Das hat sich wirklich zum Guten gewendet. Und ich bin froh, dass wir in den Werften festgehalten haben. Sonst wäre jetzt nichts mehr da, auf das wir aufsetzen können. Positiv schlägt auch der professionelle Umgang mit der Flüchtlingskrise zu Buche. Nach anfänglichem Chaos hat man sich schnell auf die neue Situation eingestellt. Innerhalb kürzester Zeit wurde die notwendige Infrastruktur geschaffen. Der Innenminister und Vizeregierungschef Lorenz Cafier lobt seine Einsatzkräfte, die seiner Meinung nach auch unabhängig von der Flüchtlingskrise für mehr Sicherheit im Land gesorgt hätten. Ja, ich glaube, es ist in jedem Fall gelungen, bestimmte Entwicklungen im Bereich der Grenzkriminalität, im Bereich der Sicherheit zu stabilisieren. Aufklärungsquoten haben sich verbessert. Die Akzeptanz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der Bevölkerung, auch der Landespolizei, hat sich erheblich verbessert. Wir haben uns mit der neuen Polizeistruktur so aufgestellt, dass wir die Fläche bedienen können. Das ist sicherlich eine sehr positive Entwicklung. Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, das Brandschutzgesetz zu novellieren. Es ist immer ein schwer vermintes Gelände bei 25.000 Mitarbeitern oder Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist ein gemeinsames Werk mit den demokratischen Fraktionen im Landtag gewesen und mit den Betroffenen. Und das ist schon ein gutes Stück Arbeit gewesen, aber ich glaube, es ist auch richtig und sinnvoll im Interesse des Landes. Die großen Reformvorhaben der Großen Koalition stehen nach wie vor in der Kritik. Die Kreisgebietsreform erhöht die Amtswege für die Menschen. Zusammen mit der Amtsgerichtsreform erfolgt gerade in strukturschwachen Regionen ein weiterer Rückzug des Staates. Am verheerendsten sind die Auswirkungen der Theaterreform zu spüren. Rostock soll Schauspiel- und Tanztheater verlieren. Neustrelitz hat bereits seinen Tänzern gekündigt, sie dann allerdings für ein weiteres Jahr wieder eingestellt. Am Theater Vorpommern führt der Kürzungsdruck zu Ausfällen. Selbst die Theaterfusion zwischen Schwerin und Parchim ist noch nicht in trockenen Tüchern, weil der Kultusminister seine Zusagen für den Neubau in Parchim in Frage stellt. Genau hier setzen Linke und Bündnis 90 Grüne mit ihrer Kritik der Regierungsarbeit an. Die zahlreichen Bürgerinitiativen würden von der Landesregierung nicht ernst genommen. Traditionell darf die Opposition auf der Landespressekonferenz nach der Bilanz der Regierungsparteien ihre Position vortragen. In 5 Jahren haben 500.000 Menschen sich über Volksinitiativen, Volksentscheide, Volksbegehren gegen die Regierung der Koalition ausgesprochen, weil sie Angst und Sorge haben, dass das, was wir in den letzten 25 Jahren aufgebaut haben, nicht mehr sichern können. Es wird ein harter Sparkurs betrieben, der dazu führt, dass Investitionen der letzten Zeit nicht mehr gesichert werden können. Da geht es um Radwege, da geht es um Fassaden in den Städten, da geht es aber auch um die Dorfentwicklung. Es geht aber auch um Dinge, dass die Menschen sich stärker belastet fühlen. Sprich ganz konkret, die Kita-Beiträge steigen für die Eltern oder in der Pflege ist nicht ausreichend Personal da, sodass also die Familien aus der eigenen Tasche bezahlen müssen, die Mieten steigen und viele andere Dinge mehr, die die Menschen belasten. Und sie haben einfach das Vertrauen in die Politik verloren, weil auch viele leere Versprechen gemacht wurden. Also Rentenangleichung Ost-West beispielsweise oder auch die Finanzausstattung der Kommunen, die auf 2018 verschoben wurde. Also besonders missfallen hat mir der Umgang mit vielen Initiativen von Bürgerinnen und Bürgern.
immer dann, wenn es Volksinitiativen, Volksbegehren gab, dann habe ich eine sehr ablehnende und überhaupt nicht konstruktive Landesregierung erlebt. Ich erinnere an das Volksbegehren zur Gerichtsstrukturreform, also zur Schließung der Amtsgerichte, Volksinitiative zum Theater, Volksinitiative zum Thema Schließung Krankenhaus Wolgast und. Und ich glaube, das sind diejenigen, die man sehr würdigen und sehr schätzen sollte, weil sie sich für die Gesellschaft engagieren, weil sie Politik aktiv mitgestalten wollen, weil sie Unterschriften sammeln, weil sie Forderungen formulieren. Und diese Menschen, die sind nachhaltig verprellt worden durch die Landesregierung. Das ist für mich eine Riesenenttäuschung und für meine Begriffe auch ein Riesenfehler. Die Linke sieht gerade in ihrem Kernthema soziale Gerechtigkeit in Mecklenburg-Vorpommern entscheidende Defizite. Zwar verzeichnet auch Holter eine positive Entwicklung im Land, aber der Abstand zwischen Arm und Reich, zwischen Ost und West, werde seiner Meinung nach größer. Suhr von Bündnis 90 Grüne freut sich vor allem über die Energiepolitik. Viele Initiativen der Regierungspolitik stammen eigentlich von den Grünen. Kritisch bewertet er die Bilanz der Umwelt- und Landwirtschaftspolitik. Trotz vieler Ansätze hätte man sich hier der Großagrarlobby ergeben, die auch für die Nitratbelastungen der Gewässer verantwortlich seien. Keiner der anwesenden Politiker äußerte sich zu den starken Umfragewerten der Alternative für Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern. Auf Anfrage gab es zumindest Appelle, sich nicht von einfachen Parolen beeindrucken zu lassen. Ich glaube, dass man natürlich immer meckern kann und immer sagen kann, Mensch, hier könnte noch besser sein, da könnte noch besser sein. Ich verstehe die Leute, die sagen, Windkraft ist ja gut, aber nicht vor meiner Haustür. Ich verstehe die Leute, die sagen, bisher hatte ich ein Gericht um die Ecke und jetzt muss ich fahren. Aber meine Aufgabe ist es, dass ich gute Bedingungen schaffen muss für das gesamte Land. Und dazu muss man dann in einem dünn besiedelten Flächenland, muss man auch Entscheidungen treffen, die für den Einzelnen vor Ort nicht so positiv sind, die aber sicherstellen, dass das ganze Land gut versorgt ist. Ich glaube, zum einen sollten wir in jedem Fall ein Stück stolz auch auf unsere Heimat, auf die Entwicklung in den zurückliegenden 25 Jahren sein. Wenn Sie durch Schwerin, wenn Sie durch die Schelfstadt gehen und denken 25 Jahre zurück, wenn die Wende nicht gekommen wäre, die Entwicklung, wird es diese Schelfstadt in der Form, wie sie heute steht, gar nicht mehr geben. Auch das gehört ja zur Ehrlichkeit dazu. Und deswegen kann man doch auch durchaus bei allen Problemen, die es nach wie vor gibt, darauf stolz sein. Und ansonsten kann ich immer nur sagen, ja, es gibt eine ganze Menge, was man kritisieren kann. Auch mir fällt noch eine ganze Menge ein, wo man verbessern muss oder wo man nachbessern muss oder wo man sagt, darüber müssen wir diskutieren. Aber das macht nur Sinn, wenn ich dazu auch gleich Lösungsangebote mache, wie ich das angehen will, wie ich das ändern will. Nur zu schimpfen, was alles nicht funktioniert, das ist nicht der richtige Weg. Ein wichtiges Thema im Wahlkampf wird die Flüchtlingsproblematik sein und die Ängste der Menschen vor Veränderung. Diese Themen darf die Politik nicht den Populisten überlassen. Hier sind Ideen und praktische Lösungen gefragt.